Performance unserer nächsten Künstler ist nichts für Zartbeseitete, denn wenn Shacketack loslegt, wird es laut. Die 12 Musiker trommeln auf so ziemlich allem herum, was ihnen auf ihrer Deutschlandtournee in den Weg kommt. Und was sie in der Bremer Innenstadt gefunden haben, weiß Chris Berg. Shacketack! Es ist nicht zu überhören, 12 Schlagzeuger, Sänger, Schauspieler, Trommler und Tänzer sind in Bremen. Ihr wichtigstes Werkzeug, die Schlagzeugstöcke. Wie die junge Truppe aus Israel damit umgehen kann, nicht nur was für die Ohren, sondern auch für die Augen. Zahi Patish und Dani Rachom hatten die Idee für das Spektakel. Es besteht aus vielen kleinen Situationen. Komische Situationen, dramatische Situationen. Es ist ein Mix aus Rhythmus, Energie, Spaß, Tanzen wie Breakdance und Stepptanz. Das ist die Idee der Show. That's the idea of the show. 15 Städte in 3 Wochen stehen auf dem Programm. Da kommen die Israelis ganz schön ins Schwitzen. Angefangen hat das Spektakel eigentlich schon vor über 20 Jahren, als die beiden Freunde Zahi und Dani noch ganz klein waren. Das haben wir schon als Kinder gemacht. Wir haben Breakdance gemacht, wir haben so auf Töpfen und Pfannen im Haus und in der Küche herumgetrommelt, dass meine Mama mit uns geschimpft hat, hört mit dem Krach auf. Und da wir alle Musiker waren mit all dem Breakdance und Trommeln, entschieden wir uns, etwas auf die Bühne zu bringen, dass das alles einschließt und dass wir mit den Menschen teilen können. Rhythmus in Bewegung heißt ihr Programm und das stimmt. Sie können auch ohne Instrumente Musik machen, ihre Körper reichen völlig aus. Von den 12 Israelis spricht keiner Deutsch, das müssen sie auch nicht. Jeder versteht sie auf Anhieb, erzählt Produzentin Rima Wachsmann. Das ist wirklich ein Publikum, die spürt den Shacketack, spürt israelische Energie. Nach einer Minute, es ist eine Kommunikation, die wirklich einmalig ist. Und auch lautstark. Die Musiker und Tänzer trommeln aber nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch für die Völkerverständigung im Nahen Osten. Wir haben eine ganze Reihe von Programmen. Wir bringen Palästinenser und Israelis für eine Woche in Workshops zusammen. Wir machen gemeinsame Shows und da machen alle trotz der Unterschiede der Kulturen die gleichen Erfahrungen auf der Bühne. Am kommenden Sonntag werden sie zu Bremer Stadtmusikanten, zumindest für 2 Stunden. So, und wenn Sie jetzt richtig eingegroovt sind, am 3. Mai tritt Shacketack in der Glocke in Bremen auf und wir schicken Sie hin. Wir verlosen nämlich für die 17 Uhr Vorstellung 5x2 Karten. Machen Sie mit unter 01379 44 17 30 oder im Internet und sagen Sie uns, aus welchem Land kommt Shacketack? Nicht so schwer, wenn Sie zu